Tja. Das war's dann wohl. Wir sind irgendwie wohl in der Videospielhölle gelandet. Weil wir... Laut diesem Typen sind wir tot. Und, ja. Ich weiß nicht, was ich da... Kann ich auf dem landen? Nö. Kam mir gerade so vor. Ich bin nach dem letzten Part nochmal bis hierhin zum Speicherpunkt gerannt. Ne? Und, dabei habe ich rausgefunden... Hier, Moment. Dieser Brunnen, wenn man da ins Wasser geht, hält man automatisch seine KP, was ich ziemlich praktisch finde irgendwie. Und wir sollen ja zu Königin Mortimi gehen, oder wie die heißt. Gut, hier ist nix. Dubidubidu. Was zum... Wird heute der Tag sein, an dem ich endlich einen kennenlernen werde? Es ist sicher ein Prinz mit hübschen Antlitz, schon... Schon jetzt nach mir schmachend. Eile herbei, mein Prinz, und nimm mich mit. Wer ist das? Was starrst du mich so an? Habe ich nach einem dicken Mann mit Bart gerufen, hinfort mit dir. Nö. Okay. Wie es aussieht, müssen wir hier weiter. Okay, hier rüber. Oder was? Da oben geht's ja auch noch weiter. Ach du Scheiße hier. Au. Na, Schmerz. Lass nach. Was ist das da oben? Na, das schaffe ich. Moment. So. Super Pilzmix. Gut. 20 KP halte. Knochentrockens. Stirb. 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 Gut, stirb nicht. Puh. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So, und was willst du? Wir befinden uns hier am Fluss Onyx. Sein Wasser besteht aus den Tränen der Sünder. Für nur 4 Münzen bringe ich euch auf die andere Seite. Hm, ja, mach ich mal. Danke, steig ein, wir legen danach. Bestimmt ein etlich langer Fluss. Schätze ich mal. Ansonsten würde es so ein Boot, glaube ich, gar nicht geben, oder? Das sagte ich doch. Toll. So lang war er dann wohl doch nicht. Bis bald. Okay. Ist das Boot gerade wieder weggefahren? So, was ist hier? Okay. Alles schön und gut. Königin Mortimi? Du, was suchst du hier? Ich bin Königin Mortimi, Herrin von unten drunten. Herrscherin über all jene, deren Spiel zu einem Ende gekommen ist. An diesem Ort werden deine schlechten Taten abgewogen. Also gut, also als guter Charakter gehst du auf die Reise nach oben droben. Aber falls nicht, dann wirst du auf ewig unten jenen leiden, deren Spiel zu Ende ist. Dann wollen wir mal sehen. Ich spüre eine rätselhafte Energie. Was hast du... Hast du etwas Mysteriöses mit nach unten drunten gebracht? Was ist das denn? Nein, das kann nicht sein. Wie kann das nur? Es ist schwer beschädigt, aber du hältst da ein reines Herz. Wer bist du, dir anzumaßen, ein reines Herz zu besitzen? Und was ist mit ihm geschehen? Einen Moment, mein Telefon. Was? Entschuldigung, aber das Gespräch ist wichtig. Was ist denn Opa Piechen? Du weißt doch, dass ich arbeite. Wie bitte? Lieb, die ist verschwunden? Du meine Güte, ich verstehe. Ja gut, ich kümmere mich darum. Bis bald. Na großartig, genau das hat mir jetzt noch gefehlt. Wir sind sowieso schon unterbesetzt. Was soll ich nur machen? Oh, vielleicht kannst du ja helfen. Das war klar. Es war so klar. Der Anruf gerade kam von König von oben droben, Opapi. Eine der Nimbis ist verschwunden und er bat mich, nach ihr zu suchen. Ich kann meine Pflichten hier im Palast allerdings nicht vernachlässigen. Und jeder,
Dämon hat im Moment eine Mission, also trifft es dich. Du wirst an meiner Stadt nach dieser verschwundenen Nimbi suchen. Ja, von mir aus. Ich danke dir vielmals. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber das hilft dir uns ungemein. Lieb die liegt uns sehr am Herzen. Oh, und dein Name ist? Mario. Nun, Mario, darf ich in der Zwischenzeit das reine Herz für dich verwahren? Nee, gib's zurück. Mach dir keine Sorgen, du hältst es zurück, sobald du Liebdi gefunden hast. Und anstelle des reinen Herzens gebe ich dir das. Schlüssel! Öffnet eine Tür in unten drunten. Mir wurde berichtet, dass jemand in den Fluss Unnyx gefallen ist. Es sei ein komischer Vogel in Grünkleidungen gewesen sein. Liebdi war es daher nicht. Du solltest trotzdem einmal an Ort und Stelle nachsehen. Dieser Schlüssel öffnet eine Tür zu den Wasserwegen unterhalb des Flusses. Suche bitte das gesamte Areal ab. Also ich muss in den Fluss. Das reimt sich. Okay. Okay, also runter in den Fluss. So. Und dann... Was zur Hölle ist das? Die Musik ändert sich. Die Musik ist ziemlich creepy. Sekunde mal, kann ich überhaupt noch hin? Ja, kann ich. So vielleicht irgendwas zu finden. Ja. Aha. Schlüssel. Okay. Musik ist hier einfach genial, wenn ich das mal so sagen darf. So. Hier? Nee. Hier. Ein Schalter? Ach, der lässt das Wasser ab. Okay. Da komme ich nicht hoch. Schon wieder so ein Rätsel. Mal sehen. Ist das so eine verschiebbare Kiste? Ja. Okay. Ui. Bums. Kann es unter Wasser eigentlich knallen, wenn etwas auf den Grund fällt? Weiß ich gar nicht. So, jetzt können wir hier oben lang. Das kaputt machen und kommen da aber nicht höher. Also müssen wir das Wasser wieder steigen lassen, schätze ich mal. Ah, die Musik finde ich wirklich gut. So. Und runter. Okay. Und hier ist eine Röhre. Eine Hand. Eine Hand. Und hier oben geht's weiter, oder wie? Hier lassen wir das Wasser wieder ab. Das sieht zu verdächtig aus. Es war so klar. Es war so klar. Runter damit. So und so. Und so. Wieso hebt Mario eigentlich die Hand, um einen Schalter zu betätigen? Das sieht aus, als würde er mit dem Schalter reden und, sagen, hier schalte ich mal um, damit das Wasser weg ist. So, jetzt können wir hier unten lang und was... Aha. Die Hand ist weg. Gibt's hier was? Aha. Tür oder Röhre? Tür oder Röhre? Ich will erstmal Tür. So, was? Okay. Ach, da kann man drauf. Cool. Hier unten ist bestimmt nicht. Was zum. Luigi! Oh, Backe, wie bin ich nur in diesem stinkenden Eck gelandet?
Mitspieler keinen des Grafen schnappten mich, daran kann ich mich noch erinnern. Und dann, ich gebe auf. Ich wünschte, jemand würde kommen und mir helfen. Aber, Bruder! Oh yeah! Ich habe dich vermisst! Wieso ich hier bin? Ich weiß es nicht wirklich. Wo bin ich überhaupt? Unten wo? Unten drunten? Das Land der beendeten Spiele? Bruder, was willst du mir damit sagen? Was hat das alles zu bedeuten? Das heißt, wir sind tot. Okay, verstehe. Mein Spiel ist also beendet. Na toll. Dann hat mich wohl einer der Schergen des Grafen besiegt. Ging es auch so? Naja, allen gehen einmal die extra Leben aus. Richtig? Was sollen wir jetzt tun? Libidi? Du suchst noch jemanden namens Libidi? Klingt gut, ich bin dabei. Mein Spiel ist beendet. Daher habe ich sowieso nichts vor. Yay! Endlich haben wir Luigi. Es ist gut, dass du wieder da bist, Mario. Ich möchte vor Freude springen. Das klingt nach einer Aufgabe für Luigi. Ey, original wie in den Super Mario Bros. Spielen. Er rutscht sozusagen weiter. Nee, er läuft weiter. Er kann einen super Sprung, indem er nach unten drückt, oder was? Weil jeder hat bis jetzt eine Fähigkeit, indem er nach unten drückt. Wow. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal? Oh. Jo, ich würde sagen, das tat weh. Okay, gehen wir mal zurück. Keine Ahnung. Jetzt gehe ich in die Röhre. Blablabla. Münzen. Oh, Moment. Mario? Hey! So. 3D. Oh, Münzenmania. Na gut, nee, ich hole nicht alle. Okay. Oh, Münzen. Oh, kaputt. Gibt's hier nur Münzen? Nur Münzen. Okay. So. Ja, jetzt müssen wir ja wieder mit 3D hier zurück. So. Jetzt können wir hier ja mit Luigi, schätze ich mal. Hoffentlich kommt er so hoch. Yay! Es klappt. Und hier wieder mit Mario. Jetzt wird wieder gewechselt wie sonst sowas. Na, hier kommt Mario nicht hoch. Wir brauchen Luigi. Hopp! Au. Okay, hat geklappt. Das ist die Hauptsache. Nee! So. Hier wieder durch die Tür und zurück, oder was? Weil da hinten ging es ja nicht weiter. Was? Achso. Okay. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass dieses Viech, was wir vorhin gesehen haben, dass das diese Libidi ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, ist das tief. Ich könnte ja mal gucken gehen. Vielleicht ist es ja. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hup! Au! Ey, da oben! Schmerzi. Ach. Tschüss! Okay, nein! Manu! Na komm, irgendwie muss ich... Da komme ich auch ohne... Jawohl! So. Aua! Blöde Flamme hier. Stacheln.
Das macht alles irgendwie leichter. Wow. Sekunde mal, war die nicht vorhin hier auf dieser Dings drauf? Mal gucken. Hier kann ich auf jeden Fall nicht runter. Muss ich mit Mario irgendwie in 3D? Sieht nicht so aus. Ups, das war der Abgrund. Okay. Luigi. Ich würde mal sagen, ich tu mal hier speichern. Ja. Und im nächsten Part geht's weiter, ne? Tschüss und bis dann, irgendwann, euer Renchy LP.